Einen schönen guten Tag wünsche ich allen. Es ist ein wundervoller Donnerstag im April. Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, liebe Gäste an den Bildschirmmonitoren, es ist Mittwoch im April, aber ist auch egal. Ich war schon in einem ganz anderen Universum. Also, liebe Interessierte, liebe Medienschaffende, herzlich willkommen zum 19. Webinar des Mediennetzwerk NRW. Ich freue mich total, dass wir uns hier wieder treffen und hoffe, dass ihr trotz des wundervollen Wetters mit Interesse erschienen seid. Denn wir haben heute ein spannendes Thema. Kurz nochmal zu mir. Mein Name ist Sandra Winterberg und ich darf das Mediennetzwerk NRW leiten und die dahinterstehende Firma. Und unser heutiges Webinar, das werdet ihr alle wissen, ihr habt euch ja angemeldet, dreht sich um das Metaverse oder Metaverse, wie auch immer man es, glaube ich, ausspricht. Ein Kofferwort, sehr schön aus der Vorsilbe Meta, Bedeutung Jenseits oder ähnliches und Universum, also Weltall, mal gucken, was wir daraus lernen aus dieser Zusammenstellung. Und eben darum geht es, und um uns einen Einblick in dieses Metaverse zu verschaffen und vielleicht ein Stück weit auch tiefer einzutauchen, je nachdem, wie viel ihr Vorkenntnisse ihr schon mitbringt, konnten wir freundlicherweise Timon Vielhaber gewinnen, den Geschäftsführer der Firma World of VR in Köln. Herzlich willkommen. Lieber Timon, Vielen Dank, Sandra. da sind wir. Lieber Timon, tatsächlich mein Kollege Julian Brickmann und ich, wir kommen gerade aus Laval in Frankreich, wo in diesem Jahr, man glaubt es kaum, zum 23. Mal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das Laval Virtual stattgefunden hat. Das ist eine Expo-Konferenz, eine Mischung aus beidem, aber rund um das Thema virtuelle Realität mit allem Pipapo. Und wir waren da zusammen mit unserem Kooperationspartner, dem EDFVR e.V., ersten deutschen Fachverband für Virtual Reality, und haben da 8 XR-Unternehmen aus NRW unterstützt und die Möglichkeit gegeben, sich dort in Laval mal zu informieren, an Konferenzen teilzunehmen, zu vernetzen und so weiter. Und ich habe gesehen, ihr mit World of VR wart auch vor Ort und habt da, Genau. wart als Aussteller da. Hast du denn schon Gelegenheit gehabt, mit deinen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen? Das Feedback, war für die das wertvoll? Ja, also es war super. Die Atmosphäre war super. Es war endlich mal wieder so vor Ort, endlich mal wieder austauschen. Und ja, gerade auch bei unserem Thema will man natürlich mal auch die Brillen in die Hand nehmen, die Sachen sich vor Ort angucken. Und von daher war das ein super Austausch dort. Ja. Ah, das freut mich natürlich sehr. Wir sind auch immer daran interessiert zu wissen, ob das für die Unternehmen, die aktiv in diesen Bereichen tätig sind, wertvoll ist. Freut mich, das zu hören. Wir sind auch interessiert an anderen Expos und Messen. Mal gucken, was sich noch ergibt. Aber jetzt noch mal kurze Reflexion, weil eben auch 23, ich konnte es kaum glauben, 23 Jahre hintereinander beschäftigen die sich schon mit dem Thema. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal Kontakt hattest zu irgendeiner virtuellen Realität oder einer Augmented Reality? Wann, wo, was für Gerät? Weißt du das noch? Weiß ich sogar noch ganz gut tatsächlich. Ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her. Damals wurde auf Kickstarter eine der ersten VR-Brillen noch über Crowdfunding finanziert. Es war so ein ganz, ganz unbekanntes Projekt, nannte sich Oculus Rift damals noch oder und von einem Amerikaner. Und das war das erste Mal, wo ich dann 350 Dollar irgendwo nach Amerika geschickt habe und überhaupt nicht wusste, ob das jemals kommt oder zurückkommt oder ob da was passiert. Genau, und habe dann tatsächlich ein Jahr später ungefähr die erste prototypische VR-Brille erhalten, die dann auch wirklich, ich sag mal, consumer-ready, also die konnte man auch schon wirklich benutzen, mit total schlechter Auflösung und alles noch sehr klobig. Aber das war so auch für mich der erste Einstieg. Ich dachte, boah, da musst du was mitmachen. Und das ist die Zukunft. Vor, wie gesagt, 10 Jahren knapp. Und das war auch so ein bisschen der Auslöser, dann die Firma mitzugründen, World of VR, genau. Cool, eine schöne Geschichte. Hast du das gute Stück noch? Steht es bei dir irgendwo im Natürlich, Schrank? das ist hier ein Museumsstück. Das wird auch immer ausgestellt bleiben. Sogenannte erste Development Kit. Davon gab es auch nur ein paar tausend Stück. Ist auch ein bisschen Sammlerwert und ja, hat sich natürlich auch alles seitdem weit entwickelt, muss man schon sagen. Ja, da hören wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr zu. Kommen wir noch mal kurz so auf diese geschäftliche oder ökonomische Seite zu sprechen, weil dafür sind wir jetzt halt auch da, dass wir Unternehmen am Standort NRW bei ihrer geschäftlichen Entwicklung unterstützen. Dieses Metaverse, da hat natürlich ein geschäftliches Interesse, jedenfalls aus Sicht von Meta oder Facebook oder wie man es dann nennen will. Da steckt ja ein Geschäftsmodell hinter, da ist ja ein Wahnsinnsinvestment geflossen, um es so weit zu bringen, so wie es jetzt ist, etc. pp. Wenn du jetzt dich in deine Lage als World of VR versetzt oder an die der Kolleginnen oder Kollegen, die jetzt hier teilnehmen, muss man da irgendwie aufpassen? Also wenn man sagt, man engagiert sich als Unternehmen in
dem Metaverse, wie da die Geschäftsmodelle sind, wie die Konditionen sind? Oder ist das ganz transparent oder ist es am Anfang erstmal nur ein Ausprobieren und irgendwann erst kommt dieser ökonomische Aspekt rein und Herr Mark Zuckerberg will einen Lastschriftauftrag von deinem Konto haben? Ja, da kommt es wahrscheinlich, irgendwann geht es dahin. Ich würde sagen, wir sind gerade noch an einem Punkt, tatsächlich noch sehr früh in der Entwicklung, wo man sich einfach die verschiedenen Komponenten, da kommen wir auch gleich mal drauf, vom Metaverse sich angucken kann und dann überlegen kann, hey, kann ich das bei mir gewinnbringend oder wertstiftend irgendwie einsetzen? Was bringt mir das? Bis es diese vollständige Ausbaustufe nachher hat, wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber da sehen wir gleich noch so ein bisschen vielleicht den Weg oder die Herausforderungen noch, die dahin führen können. Okay, na, dann will ich dem nicht vorweggreifen. Alles klar, dann danke ich dir erstmal dafür. Und bevor ich das Ganze hier an dich übergebe, noch ein paar organisatorische Hinweise. Wie immer, falls die Bild- und Tonqualität nicht ganz optimal sein sollte, bitte ich das schon mal zu entschuldigen und uns nachzusehen. Schreibt uns gerne im Chat, wenn es Probleme gibt. Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund werden nach Möglichkeit versuchen, diese zu beheben. Zur Information, wir zeichnen das Webinar auf und wird nachher bei YouTube hochgeladen und veröffentlicht. Wenn ihr also gerne nochmal nachschauen wollt, was Timon erzählt hat, wenn ihr das nacharbeiten wollt oder es weiterempfehlen wollt, immer gerne. Ich komme am Ende tatsächlich nochmal dazu mit vielleicht ein paar Fragen und Hinweisen an euch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und nun bin ich in der Tat persönlich auch sehr gespannt und interessiert an dem Input. An euch nochmal die Aufforderung, nutzt die Gelegenheit, euch mit Timon auszutauschen. Du wirst ja wahrscheinlich auch ein Q&A anbieten zum Schluss. Jetzt oder nie ist die Möglichkeit da. Und ich ziehe mich erstmal zurück und sage, lieber Timon, das virtuelle Mikro gehört dir. Ja, vielen Dank. Bevor ich sozusagen in die Story und in die Folien auch reinstarte, würde ich gerne einfach auch nochmal an euch eine kleine Umfrage stellen. Und wir haben da ein bisschen was vorbereitet, im Grunde zwei Fragen, einfach nur, um euch ein bisschen besser einschätzen zu können, kennenzulernen. Die erste Frage, was ist jetzt dein Interesse am Metaverse sozusagen? Aus welcher Brille, sag ich mal, blickst du darauf hier, privat oder beruflich? Und wie viel weißt du eigentlich denn schon zu dem Thema oder wie intensiv hast du dich schon mit diesem Thema beschäftigt? Eher noch ganz am Anfang und vielleicht jetzt das erste Mal gehört oder doch schon sehr intensiv? Man kann sich ja, ich sag mal, das Rabbit Hole, oder man kann sich sehr, sehr viel mit vielen Komponenten, Einzelteilen dieses Themas beschäftigen. Und manche haben halt ein privates Interesse und manche sind vielleicht auch beruflich dabei. Gut, und wir können uns dann gleich ganz zusammen auch die Ergebnisse angucken. Ich sehe, jetzt sind schon über 10, 11 Antworten eingetrudelt. Wir wissen auch, dass einige Teilnehmer sind vielleicht mobil unterwegs. Das ist nicht so einfach, die Fragen dann am Handy oder so zu beantworten. Aber ich denke, jetzt haben, glaube ich, die meisten, die antworten wollen, auch geantwortet. Dann können wir uns ja mal die Ergebnisse angucken. Genau. Und da sitzt sie schon und man sieht doch, eine überwältigende Mehrheit ist hier beruflich quasi drin. Also privat gar nicht so sehr das Interesse, sondern aus beruflicher Perspektive für kleine mittelständische Firmen, die meisten, aber auch für größere Firmen unterwegs. Und Wissensstand, also es gibt schon eine gewisse Vorstellung, also auch eine gewisse Vorbildung, würde ich mal sagen. Das ist schon mal prima. Das heißt, so ein paar Sachen setze ich dann vielleicht auch voraus, ein paar Begrifflichkeiten. Ich versuche immer wieder nochmal alles zu erklären. Deswegen seht es mir ein bisschen nach, wenn ihr sowas schon mal kennt oder gehört habt, um einfach alles ein bisschen auf das gleiche Niveau zu heben. Eine Entschuldigung vorab, denn es ist das Metaverse ist ja auch von Metaversum, von Universum und ungefähr so komplex wie das Universum. Nicht ganz, aber es hat doch sehr viel Komplexität in sich und auch sehr schwierige oder sehr schwierig scharf zu definieren. Deswegen werden sicher am Ende noch einige Fragezeichen bleiben oder einige Fragen offen bleiben. Was aber ich versuchen möchte, hier in diesen anderthalb Stunden, eine Stunde, die Zusammenhänge zu erklären, die das große Ganze ein Stück weit ausmachen. Wir werden es nicht schaffen, wirklich in jedes Detail abzutauchen. Aber ich hoffe, dass wir da vielleicht dann in Zukunft auch noch weitere vielleicht Möglichkeiten haben, uns da intensiver auszutauschen. Das Thema Metaverse ist ja auch noch gar nicht so lange als Begriff existent. Ich komme noch gleich ein bisschen auf die Historie, möchte aber gerne nochmal jetzt zwei Videoclips einspielen, warum das jetzt oder wie das auch so ein bisschen in den Köpfen hängen bleibt im Moment von den Leuten. Und der erste Videoclip, da schalten wir uns in einen Videoclip des Ready Player One Movies Films ein vom Regisseur Steven Spielberg. Eine kleine Szene zu dem Thema Oasis.
was so ein bisschen das Metaverse vielleicht oder die Essenz oder den Spirit von dem Metaverse auch ein bisschen in Bild einfängt. Und das gucken wir uns jetzt gerade mal ganz kurz an. Film ab, würde ich sagen. Ihr könnt euch, by the way, den Ton auch leiser und lauter, leiser und lauter stellen in eurem eigenen Videoplayer da unten. A place called the Oasis. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. You can do anything. Go anywhere. Like the vacation planet. Surf a 50-foot monster wave in Hawaii. You can ski down the pyramids. You can climb Mount Everest with Batman. Check out this place. It's a casino the size of a planet. You can lose your money there. You can get married. You can get divorced. You can go in there. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. Tall, beautiful, scary, a different sex, a different species, live action, cartoon. It's all your call. Yeah, that's me. Genau. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, der Film ist sehr gaming-lastig und man hat auch hier gesehen, alle diese Dinge, die wir gesehen haben, ist Entertainment, Events, sehr, sehr Entertainment-lastig. Aber das ist ja nicht alles. Und auch wenn der Film Ready Player One schon einige Jahre alt ist und ja auch auf einem Buch basiert, was noch älter ist, so ist der Begriff Metaverse tatsächlich ja erst Ende letzten Jahres so richtig publik geworden, richtig bekannt geworden. Und ist ganz witzig, es gibt mal, ich habe jetzt leider die Grafik nicht, aber es gibt eine Statistik über Anmeldung von Markennamen und Registereintragungen zum Thema oder rund um das Thema Metaverse herum. Und das war seit irgendwie 20 Jahren immer so flat, so zwischen 0 und 5 Eintragungen pro Jahr. Und seit Oktober letzten Jahres ungefähr ist das in die Hunderte geschnellt. Und das liegt und lag natürlich daran, dass auch Mark Zuckerberg irgendwie an dem Thema mit Facebook Interesse bekommen hat und den Begriff auch ein Stück weit vereinnahmt hat. Da nochmal ganz klar, also Facebook und Mark Zuckerberg haben das Thema nicht erfunden oder können es auch nicht bauen, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber sie haben ihre Firma oder Facebook in Meta umbenannt und damit einen sehr starken Claim in dieses Thema reingemacht. Was wir uns jetzt hier angucken möchten, ist, sie haben es ja auch sehr visuell dargestellt in ihrer Keynote und möchten das Thema Arbeiten mit dem Metaverse uns mal angucken, denn das haben sie recht anschaulich visualisiert. Wie kann man sich das Thema Arbeiten, kollaborativ Arbeiten im Metaverse eigentlich vorstellen? Und das gucken wir uns dann jetzt gleich mal an. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Dann würde ich sagen, steigen wir nämlich ein. Also was
Facebook oder Meta heißen sie ja jetzt, dargestellt haben, ist, dass wir natürlich auch zusammenarbeiten können im Metaverse. Und es gibt da tatsächlich auch schon Apps und Use Cases, die heute möglich sind. Und wie wir da hinkommen, da möchte ich jetzt gerne so ein bisschen nochmal drauf einsteigen und auch Zusammenhänge. Genau, starten wir mit der Präsentation und ich kann das dann selbst hier auch weiterschalten. Nochmal kurz zu mir, genau, gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, deswegen überspringe ich das auch gerne direkt und steige ein so ein bisschen, wo kommt eigentlich der Begriff her? Wir haben jetzt gerade zwei Videoclips gesehen, einmal aus dem Bereich Hollywood mit Ready Player One und einmal aus dem Bereich Business, das war aus der Keynote von Facebook letztes Jahr, die das Thema versuchen zu visualisieren. All das ist, so wie es da dargestellt wurde, natürlich noch nicht möglich, aber Elemente davon sind schon möglich. Und der Begriff selbst Metaverse wurde zum ersten Mal in einem Roman verwendet, nämlich in Snow Crash von Neal Stephenson, ein Science-Fiction-Roman, auch über virtuelle Parallelwelten. Und wie ich ja schon gesagt hatte, wurde der dann lange Zeit gar nicht mehr so beachtet als Begriff, aber dann hat Facebook den nochmal wieder sehr, sehr populär gemacht. Was ein bisschen schade ist, dass viele Menschen, die sich nicht so intensiv wie wir hier mit dem Thema beschäftigen, dann direkt das Thema Metaverse mit Facebook in Verbindung bringen und sofort sagen, Facebook ist Metaverse und die haben das erfunden. Ist aber gar nicht der Fall. Schauen wir uns das doch nochmal an. Ich gehe jetzt mal hier drüber, das waren die beiden Filme, wie sich das so ein bisschen historisch hergeleitet hat. Denn selbst wenn wir jetzt über Metaverse reden und das Metaverse, wie wir es gleich feststellen, noch in Entwicklung ist, baut es ja auch gewisse Komponenten auf. Und ich habe mir hier mal ein paar Definitionen und Herleitungen zusammengebracht, die es eigentlich ganz schön visuell machen. Zum einen sehen wir auf der linken Seite das Thema, die technische Herleitung, denn das Metaverse baut technisch schon auf Komponenten auf, die wir auch schon jahrelang benutzen. Und die haben sich historisch entwickelt. Man geht hier von der Entwicklung von Web 1.0 über Web 2.0 und nennt es dann jetzt Web 3.0. Und sehen dort im Web 1.0 saßen wir viel am Computer und das waren so die Zeiten von Netscape, GeoCities, wer das noch kennt. Also da waren Firmenpräsenzen, waren noch Visitenkarten im Internet, wo man eigentlich nur eine Telefonnummer und sich angucken konnte, wer die Firma vielleicht ist. Im Web 2.0 wurde es dann viel mobiler, das sehen wir dann auch an der Person auf dem Bild, und auch interaktiver. Wir können Dinge bestellen, wir können interaktiv mit der Firma oder mit der anderen Seite in Verbindung treten. Und auch da kam natürlich Social Media, wir können mit anderen Leuten, also Privatmenschen, in Verbindung treten. Und jetzt die Weiterentwicklung davon, als Web 3.0 beschrieben, ist halt im Wesentlichen, dass Leute nicht mehr in Interaktion treten können, sondern dass wir auch Dinge besitzen können. Also wir werden selbst zu nicht nur zu Erstellern, sondern auch zu Besitzern von Dingen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und der Zugang zu dieser Welt ist halt weniger über Mobile Devices oder wird stärker und stärker über diese immersiven Geräte, also VR-Brillen, Datenbrillen, nachher stattfinden. Oder das ist zumindest so ein bisschen die Vorhersage. Technische Komponenten, die da drunter liegen, das ist also links da drunter der Web 3.0 Stack, das ist nur sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Sind im Wesentlichen halt die Brillen, aber auch KI im weiteren Sinne, in den ein oder anderen Elementen, da kommen wir gleich nochmal drauf, und als Infrastrukturlayer, als Datenlayer, ein dezentrales Web 3. Was hier aber auch nochmal zu wissen ist, das ist nicht etwas, was jetzt alles komplett ablöst. Ne? Auch heute gibt es wer sich mal viele Arzt-Webseiten anguckt zum Beispiel, das sind auch meistens noch Visitenkarten im Internet, die haben sich jetzt noch nicht ins Web 2.0 entwickelt, wo ich mir meine Krankenakte online schon angucken kann oder so. Also es wird nicht jetzt exklusiv nur noch Web 3.0 geben, es wird weiterhin eine Vermischung sein, so wie es heute auch noch Schallplattenliebhaber gibt und das ist ja auch ein Segment, was einfach am Leben bleibt. Deswegen wird da meiner Meinung nach nichts abgelöst werden. Aber es wird eins einfach bereichern. Und um es ganz einfach auszudrücken, Tony Parisi war ein früher Pionier auf der XR-Branche, hat es einfach genannt, also das Metaverse ist eigentlich das Internet. Und so wird es auch oft allgemein beschrieben, das Metaverse ist im Grunde eigentlich eine Weiterentwicklung des Internets und braucht auch alle Komponenten, die heute das Internet ausmachen, in Zukunft in einer weiterentwickelten Variante. Morgan Stanley, Analyst aus den USA, die Firma, die nannte es dann, es wird das mobile Internet, was heute halt der größte Teil des Internets ist, dann mit einer mehr immersiven Experience, ne, über diese Brillen zum Beispiel ersetzen.
Das ist jetzt so ein bisschen der Blick der Analysten und Experten darauf und auch die historische Herleitung so ein bisschen der technischen Komponente. Wenn wir uns das mal weiter angucken, wie definieren wir denn jetzt das Metaverse? Wir haben jetzt gerade diese Komponente von Web 3.0 gesehen. Was uns so ein bisschen dabei fehlte aber, und das ist jetzt auch unser Blick auf das Metaverse, ist das, wie es sich abgrenzt, es ist eine menschenzentrierte Erweiterung, sag ich mal, des Internets, ne? Also eine digitale, menschenzentrierte Realitätserweiterung. Das heißt, alles, was in und um dieses Metaverse nachher passiert, sind eigentlich Dinge, um den Menschen irgendwie Erlebnis zu oder Wertschöpfung zu bringen. Das trennt sich auch damit so ein bisschen ab vom Internet der Dinge. Da geht es um Kommunikation, ja, von Geräten, Dingen und Maschinen, um Prozesse effizienter zu machen, um automatisierte Abläufe hinzubekommen. Hier aber geht es tatsächlich um die soziale Erfahrung, ne? Die sieht man auch in dieser einen Bubble da oben rechts. Deswegen haben wir hier 8 Kernkomponenten vom Metaverse, die wir uns auch gleich nochmal alle Komponenten, also Stück für Stück angucken werden. Wir haben die XA, das heißt im Wesentlichen die Geräte, mit denen wir immersiv eintauchen, also die Brillen. In Blau übrigens, genau, das sind die technischen Komponenten und in Orange sind eher die Werterhaltung, also den Wert, den wir dadurch bekommen. Wir haben die KI-Komponenten, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wir haben neue Infrastrukturen, die teilweise nötig werden. Und wir haben die Geräteunabhängigkeit, auf die ich auch nochmal stärker eingehen werde, die ein großer Baustein von diesem Metaverse in dieser Zukunftsvision dann halt auch sein wird. Was bekommen wir denn dadurch, dass wir jetzt mit neuen Geräten, mit KI-gestützten neuen Infrastrukturen irgendwie da eintauchen? Wir bekommen digitale Währung, die haben wir schon. Das wird sich ein Stück weiterentwickeln. Wir bekommen digitales Eigentum noch stärker. Wir werden auf digitalen Marktplätzen unterwegs sein. Wir werden natürlich die Währung auch gegen Eigentum oder gegen Dinge austauschen. Und wir werden halt viel ganz andere soziale Erfahrungen, das hat man gerade eben in den Videoclips so ein bisschen gesehen, das, was heute im Web 2.0 noch sehr textlastig, textbasiert ist, wird in Zukunft noch viel stärker, werde ich gleich nochmal drauf kommen, noch viel stärker sozial werden und körperlich. Genau, bevor wir jetzt nochmal auf diese Komponenten eingehen, da werden wir Stück für Stück durchgehen, um das ein bisschen näher zu beleuchten und wie sie zusammenhängen, werde ich nochmal ein bisschen darauf eingehen, welche Player sind denn da eigentlich drin. Wir haben natürlich Facebook jetzt schon gesehen oder Meta, aber da sind auch einige andere noch dabei. Und das kann man aufteilen in ungefähr 4 Stoßrichtungen, aus denen das kommt und die so in diese Richtung Metaverse stoßen oder das aufbauen möchten. Oben links haben wir die Big Techs und hier sehen wir als Beispiel auch nochmal, das ist das Pokémon Go-Spiel von Niantic, die das entwickelt haben, wo wir mit Augmented Reality mit dem Smartphone durch die Welt laufen und virtuelle Dinge einfangen. Aber da sind auch weitere Tech-Companies dabei, da komme ich gleich nochmal. Aber auch Brands wie zum Beispiel IKEA oder andere, die halt sehr stark ihren Fußabdruck in diese neuen 3D-Welten quasi hinterlassen möchten, treiben das Thema voran. Gaming ist nochmal ein eigener Zweig, sag ich mal. Denn hier, und da sieht man ein kleines Bild aus einem Fortnite-Konzert. Fortnite, eins der größten, wenn nicht sogar das größte, Online-Shooter-Spiel sozusagen, in dem viele Leute ja zocken gemeinsam. Aber nicht nur das, denn die haben auch hier schon teilweise soziale Erfahrungen. Das, was man hier sieht zum Beispiel, ist, dass dort ein Konzert aufgesetzt wurde. Vielleicht hat der eine oder andere das auch mitbekommen. Von verschiedenen Musikern inzwischen gibt es immer mal wieder Events, da wird dann halt nicht gespielt, aber in dem Spiel werden halt Konzerte abgehalten und die Leute, die halt mit ihren Figuren, Spielcharakteren da auftauchen, die können dann einfach zusammen diese Musik genießen. Dann haben wir unten links, haben wir noch einen großen Zweig aus dem Bereich Krypto- und Blockchain-Firmen, das heißt alles, was mit dem Thema Kryptowährung zusammenhängt, die jetzt auch immer dieses Thema und auch diesen Begriff Metaverse sehr, sehr stark benutzen, auch sehr stark vereinnahmen zu versuchen, die halt sehr stark von der Besitzperspektive, du kannst ein Stück von dem Metaverse besitzen, zahle oder werfe hier deine Münzen ein, ne? Also sehr stark aus der Besitz- und aus der Geldperspektive das Thema angehen. Und dann haben wir unten rechts, das sind Firmen wie auch wir. Wir selbst zum Beispiel arbeiten stark im Thema XR Learning, also kollaborative Lernplattformen. Es gibt Ausstellungsplattformen, es gibt Sportplattformen, die halt mit den Geräten, wo man dann kollaborativ, also viel auch zusammen erleben kann. Und das sind so 4 Richtungen, Stoßrichtungen, die aus ihrer Richtung halt auf dieses Thema Metaverse zusteuern oder das auch ausbauen. Und all das verknüpft sich jetzt so langsam und immer Stück für Stück und mehr und mehr.
Hier nochmal ein paar weitere Brands und Namen. Das sind jetzt große Namen, dass man einfach mal sieht, dass eigentlich alle, die irgendwie ja, also in der Tech-Branche, aber nicht nur in der Tech-Branche, man sieht ja zum Beispiel Lego, die halt in die Zukunft denken, gerade hier große Investments tätigen. Und Investment ist auch so ein bisschen das Stichwort gleich zu der nächsten Folie, wo wir uns den Markt angucken, denn im Moment ist noch ein sehr stark investmentgesteuerter Markt. Ne? Facebook alleine oder Meta investiert ungefähr jedes Jahr 10 Milliarden Euro. Die stellen 10.000 Leute allein in Europa ein, um nur an diesem Thema zu arbeiten. Nur mal, um so eine Dimension aufzuzeigen. Lego zum Beispiel hat hier geschrieben, die haben groß investiert in das Thema. Die glauben an, ja, an diese Kreativität und Zusammenarbeit und möchten ein Metaverse für Kinder quasi erschaffen. Kann man denken, okay, Lego möchte ein Metaverse für Kinder erschaffen, Facebook möchte ein eigenes Metaverse, also alle bauen irgendwie ihr eigenes Metaverse. Und das will ich auch hier gleich mal korrigieren oder irgendwie kommentieren, denn im Grunde gibt es in der Vision auch ein Metaverse. Das ist einfach eine Verbindung von vielen verschiedenen Plattformen. Und auch wenn jetzt alle diese Firmen nennen, ey, das ist unser Disney-Metaverse und unser Google-Metaverse, unser Nvidia-Metaverse, wie auch immer, ist es doch durch verschiedene Interkonnektivitäten, die dann stattfinden werden, sollte es oder wird es zu einem Metaverse heranwachsen, in dem verschiedene Plattformen halt interagieren. Gerne aber setzen sich jetzt alle quasi diesen Begriff ins Marketing. Von da hört man jetzt viel und wird es auch immer weiter hören. Hier gibt es das Metaverse für Kinder, hier gibt es das Metaverse für Hunde oder für zum Lernen, wie auch immer. Das nur mal für euch sozusagen, um es einordnen zu können. Aber ja, auch Apple arbeitet an etwas. Die sind halt sehr verdeckt noch, was es ist. Aber für Apple ist ja auch irgendwo das iPhone im Moment an einem Grad der Reife angekommen, wo es sich Jahr zu Jahr immer nur noch sehr wenig verändert. Und auch sie stellen fest, und auch der CEO hat schon mehrmals erwähnt, die nächste Plattform geht in die Richtung Glasses. So, die arbeiten natürlich so lange daran, bis es perfekt ist oder so weit, dass es wirklich massentauglich noch einfacher einzusetzen ist und noch weniger klobig. Aber auch da ist die Zukunft ganz klar in die Richtung dieser XR-basierten Erfahrungen. Das heißt, viele, viele dieser großen Brands, und man sieht ja so ein bisschen auch Notable Absences, also wer ist jetzt nicht dabei? Wir sehen keine wirklich deutsche Firma irgendwie oder europäisch vielleicht schon eher. Aber auch da muss man schauen, dass wir oder Deutschland vielleicht oder auch Europa nicht ins Hintertreffen geraten, indem man hier einfach abwartet und schaut, was die anderen denn alle so machen. Genau, denn, und hier mal eine Analyse zum Marktvolumen insgesamt, der Markt, der wird gigantisch groß. Und warum, das kommt gleich noch so Stück für Stück, bauen wir das ein bisschen auf. Citibank zum Beispiel ist jetzt nur eine der Analysen, die jetzt veröffentlicht wurden. Es gibt noch einige mehr. Haben zumindest mal durchgerechnet und festgestellt, dass unten rechts sieht man das in der breiteren Definition, und da kommen wir gleich nochmal drauf, das Metaverse wird halt auch, oder die ganzen Erfahrungen werden auch zugänglich über zum Beispiel Smartphone und PC. Es ist nicht unbedingt in der breiteren Definition erforderlich, unbedingt, dass man so eine Brille hat. Das ist nämlich auch eine der wesentlichen Charakteristika, dass wir Geräte unabhängig auf diese Erfahrung zugreifen können. So wie es ja heute auch im Gaming Stück für Stück schon getrieben wird. Ne? Auch auf Spiele soll das Smartphone genauso zugegriffen werden können wie mit einem PC. Und wenn man diese Definition hernimmt, dann sind wir bis zu 13.000 Milliarden, 13 Billionen Dollar. Das ist ungefähr fünfmal so groß wie die gesamte Filmindustrie in 8 Jahren. Ja? Also das heißt, diese kollaborativen Erlebnisse, wo auch Spiele zu zählen, das wird, oder auch ne, arbeiten, einkaufen, das wird gigantisch groß, wenn man alles zusammenzählt. Mit 5 Milliarden Benutzer, die da drin sind. Ist jetzt auch gar nicht mal so viel weniger als Social Media. Social Media hat heute auch ungefähr 5 Milliarden, ein bisschen mehr. Aber das ist nur so die Dimension, wo es hingeht. Und wie gesagt, 8 Jahre vergehen schnell. Das ist gar nicht mehr so weit hin. Wenn wir jetzt mal auf die linke Seite unten links gucken, bisschen engere Definition, das ist alles, was wirklich 3D-Erfahrungen, die wir mit Brillen benutzen, also so wie wir es zum Beispiel jetzt in den Clips gesehen haben gerade, dann sind wir bei einer etwas engeren Definition von 1 bis 2 Billionen Dollar, immer noch gigantisch groß. Und auch hier gibt es, also auf der linken Seite sozusagen gerade, wenn wir uns das mal ein bisschen tiefer angucken, gibt es auch viele Non-Gaming- und Non-Entertainment-Applikationen. Das hier ist eine Übersicht von PwC, PricewaterhouseCoopers, auch eine Analystengruppe aus den USA. Und hier haben sie es mal so ein bisschen aufgeteilt auf,
wo kommt denn diese Trillion Dollar, also Billion Dollar sozusagen her? Es ist halt nicht nur Gaming und Entertainment, das ist ein großer Bereich, aber es ist auch zum Beispiel Produktentwicklung in Firmen, die damit Produkte entwickeln, so wie wir es gerade kurz gesehen haben, zum Beispiel in der Architektur. Es ist im Bereich Healthcare, da kommen wir gleich nochmal auf das eine oder andere Beispiel. Es ist im Bereich Lernen, also wir können zusammen halt neue Dinge lernen, die wir per Zoom gar nicht lernen können, Feuerlöscher bedienen. Es ist im Bereich Prozessverbesserung, kommen wir auch nochmal gleich zu, und im Bereich natürlich Retail und Shopping und kollaboratives Shopping-Erlebnisse zum Beispiel. Dinge, die heute noch gar nicht so möglich sind. Und so setzt sich das ein Stück weit zusammen, auch das quasi die Forecast bis in das Jahr 2030. Das heißt, es tangiert irgendwo auch fast alle Business-Sektoren und deswegen sollte man als Geschäft oder als Business da auf jeden Fall hingucken und deswegen ist es auch gut, dass hier so viele quasi aus der geschäftlichen Perspektive schon mal früh sich informieren möchten, welche Cases gibt es denn eigentlich und ab wann wird es denn für uns eigentlich relevant? Wie sieht es denn? Hier gab es kürzlich mal eine Umfrage von YouGov. Akzeptanz in Deutschland. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, im Metaverse irgendwie Büroarbeit zu machen, zu arbeiten? Und erstaunlich finde ich, dass schon 43% der Deutschen glauben an Büroarbeit im Metaverse, wobei es andere Umfragen gibt, wo sich gerade irgendwie 6 oder 7% erst irgendwas darunter vorstellen können, was das Metaverse ist. Von daher muss man hier halt nochmal genauer hingucken. Aber die, die sich ungefähr ein bisschen was darunter vorstellen können, die wissen dann vielleicht auch schon, wo das ungefähr hingeht. Und wenn wir das Metaverse als eigentlich logische Weiterentwicklung des Internets sehen oder der Videokonferenzen, dann ist das ja auch schon ein Stück weit in uns seit Corona integriert worden und wird sich einfach nur mit neuen Geräten weiterentwickeln. Das ist wahrscheinlich hier die Logik, die dahinter steckt. Trotzdem mal interessant. So, dann gucken wir uns doch jetzt mal die Komponenten dazu an. Also das heißt, wir tauchen jetzt mal ein bisschen ein in diese 8 Bausteine, 4 technische Bausteine zuerst und dann die 4 Use-Case-Bausteine sozusagen danach. Und nochmal, wie gesagt, hier dreht sich alles um die menschenzentrierte Realitätserweiterung. Gucken wir uns erstmal neue Infrastrukturen an. Hier auch nochmal, wie gesagt, kleine Entschuldigung, wir werden nicht in jeden Begriff, in jedes Fachwort komplett tief einsteigen können, weil es einfach zu viele sind, die alle stark interagieren, aber ich werde versuchen, überall so ein bisschen die Erklärung zu geben. Warum ist 5G jetzt zum Beispiel fürs Metaversum oder fürs Metaverse halt wichtig? Wir sind heute alle schon mit 4G ausgestattet, haben schon gute Downloadraten, können YouTube in 4K übers Handy irgendwie abrufen, kein Problem. 5G ist halt nochmal, bringt einen neuen Faktor neben Bandbreite, nämlich Latenzreduktion. Und wenn es nichts Schlimmeres gibt in VR, ist es, wenn wir in VR quasi, wenn sich der Bildbereich nachzieht, weil wir irgendwie Latenzen drin haben. Das verursacht sofort Übelkeit und dann reißt man die Brille ab und will gar nichts mehr damit zu tun haben. 5G brauchen wir also langfristig oder mittelfristig, um über die Cloud latenzfreie Applikationen zu haben. Und da gibt es halt, wie wir gerade auch schon ein bisschen gesehen haben, zum Beispiel im Sport tatsächlich konkrete Applikationen. Es gibt heute schon Apps, in denen ich in VR Tischtennis spielen kann mit Kollegen auf der ganzen Welt. Tischtennis braucht aber doch irgendwie gewisse Latenz oder sehr, sehr niedrige Latenz. Das heißt, ich möchte ja den Ball auch direkt spielen, wenn ich ihn bekomme und möchte nicht 50 Millisekunden warten und dann ist der Ball schon woanders. Da wird es halt richtig wichtig, wenn wir uns in solche Fälle reindenken, dass wir, dann ist auch irgendwann WLAN nicht mehr genug. Von daher kann es durchaus sein, dass 5G ein großer Treiber für viele dieser sportbasierten oder dieser stark Latenz sensitiven Anwendungen, wie zum Beispiel Sport, treiben wird. Dann haben wir, und das ist auch natürlich jetzt schon so ein bisschen mit dem Thema 5G inklusive, denn Cloud Computing oder Edge Computing. Cloud Computing heißt im Wesentlichen, ja, die Daten sind in der Cloud und ich lade sie mir nur, wenn ich sie brauche. Und Edge Computing heißt im Wesentlichen, die sind näher an mir dran, sei es auf dem Gerät oder auf dem Server ganz, ganz in meiner Nähe. So, jetzt ist es so, dass wir beides verknüpfen. Wer sich ein bisschen im Gaming-Bereich auskennt, der weiß, dass im Moment Gaming-Streaming-Services wie zum Beispiel Google Stadia im Moment noch sehr technische Barrieren versucht zu überschreiten, indem wir latenzfrei spielen können aus der Cloud. Da wird halt nicht nur einfach Text geschickt, sondern werden komplette 3D-Daten gestreamt. Auch hier ist eine Latenzfreiheit sehr, sehr wichtig und es sind auch eben sehr viele Daten. Sobald diese Techniken ausgereifter werden,
kann es halt auch sehr guter Treiber für das Thema Metaverse sein, denn wir haben sehr, sehr viele 3D-Daten. Viel, viel mehr als Social Media heutzutage. Alles ist im 3D-Raum, alles ist mit vielen Daten versehen, wenn wir uns in diese verschiedenen Experiences begeben möchten. Trotzdem haben wir auch verschiedene Devices, Geräte. Wir haben gerade gesehen, wir haben auch in der Marktbetrachtung, wir haben aber auch noch Handys, die auch auf diese gleichen Spiele oder auf die gleichen Experiences zugreifen möchten, wie die Leute mit VR-Brillen. Das heißt, wir haben unterschiedliche CPUs auf den Geräten, die diese Experiences betreiben. Das heißt, auch jede App oder jede Anwendung muss im Grunde verschiedene CPU-Ressourcen auf den Geräten anspielen können. Das heißt, eine große Herausforderung, wo wir gleich nochmal drauf kommen, ist es, diese Ressourcen auszubalancieren zwischen das kommt aus der Cloud und das kann auf dem Gerät berechnet werden, weil es halt viele unterschiedliche Gerätetypen auch gibt, die alle auf die gleiche Erfahrung zugreifen sollen. Das ist noch eine große Herausforderung, die auch im Moment noch nicht gelöst ist, damit alle zugreifen können und nicht nur die, die die aktuelle Version der Oculus haben, der Oculus VR-Brille, ne? Weil dann wird es zumindest nicht das, was die Vision hat, dass wir alle auf diese gleiche Erfahrung zugreifen können. Dann gehe ich nochmal auf das Thema Geospatial Mapping ein. Das ist jetzt was, was eher aus dem Bereich Augmented Reality kommt, denn die virtuellen Realitäten ist ja nicht das Einzige. Das heißt, wir sind ja nicht nur abgeschottet irgendwie zu Hause, sondern wir bewegen uns ja auch immer noch in der Welt. Und wenn wir Pokémon Go einmal gespielt haben, wo wir draußen in der Welt die Monster fangen, dann weiß man, dass das Potenzial für einen virtuellen Layer über der gesamten realen Welt einfach auch gigantisch groß ist. Und da auch viel in die Richtung, die komplette Welt einmal in einen virtuellen Layer zu verwandeln oder einen virtuellen Layer auf diese Welt zu setzen. So, das ist so wie Google Maps versucht, jeden Quadratmeter erstmal quasi zu erfassen, gibt es von verschiedenen Firmen den Versuch, auf jeden Quadratmeter Erde einen virtuellen Layer zu legen, den man dann bespielen kann, zum Beispiel. Sodass wir dann, wenn wir vor einem Gebäude stehen, können wir uns angucken, wie das Gebäude vor 100 Jahren aussieht, weil es virtuell darüber projiziert wird. Also auch die Interaktion mit der realen Umgebung ist halt Teil dieses Metaverse. Auch das ist neue Infrastruktur. Genauso wie das Thema Blockchain oder Web3, wie es genannt wird, wo es sehr stark um dezentrale Infrastrukturen geht. Auch das ist etwas, was sich über die Jahre entwickelt hat und viel Ursprung auch im Peer-to-Peer-Networking. Also man kennt es vielleicht auch noch so aus File-Sharing-Diensten, wo man sich illegal Dateien heruntergeladen hat und da gab es halt keine zentralen Netzknoten oder Server, von denen man das runtergeladen hat, sondern man hat sich einfach Bruchteile und Bestandteile von verschiedenen Privatcomputern runtergeladen und das dann bei sich wieder zusammengesetzt. Vom Prinzip her basiert halt die Blockchain und das ganze Web3 auf einer dezentralen Infrastruktur, wo kein einzelner Server damit gewisse Machtzentralisierung bei sich hat. Also die Dezentralisierung der Internetinfrastruktur ist halt auch eine Stoßrichtung. Das heißt jetzt nicht, dass in Zukunft alles über ein dezentrales Internet funktioniert. Das sind auch Fragen in Richtung Energie und Ressourceneffizienz, die da eine Rolle spielen. Aber es sind sicher Strömungen, die auch das beeinflussen. So, man merkt, hier entstehen viele neue Infrastrukturen, die auch alle wieder irgendwie zusammenarbeiten müssen. Aber gehen wir mal ein Stück weiter und gucken uns mal das nächste Thema an, den nächsten Baustein. Künstliche Intelligenz an sich, da kann man Wochen mit füllen, das will ich auch hier gar nicht tun. Da gibt es auch sicher Experten, die sich viel besser damit auskennen. Aber ein paar Kernkomponenten, wie künstliche Intelligenz im Metaverse quasi Bestand findet, möchte ich hier doch gerne mal anschneiden. Und zwar das eine ist, und das ist vielleicht das, was allen oder was auch relativ einfach fällt, okay, wir kennen heute schon den Chatbot von Webseiten, dann ist es halt in Zukunft ein virtueller Assistent, der mir Hallo sagt, so ein bisschen die Alexa, die auch noch eine Verkörperung hat oder ein Siri oder wie sie alle heißen. Es kann natürlich auch viel, viel andere, viel, viel mehr Assistenten werden. Eine Assistentin beim Shopping zum Beispiel durch die Macy's Mall hilft oder. Das heißt, verkörperte quasi virtuelle Assistenten. Ist natürlich eine Möglichkeit. KI steckt aber auch in dem Thema Sprachverarbeitung, Natural Language Processing. Auch das haben wir gerade ganz kurz in dem Facebook-Video zum Beispiel schon gesehen. Texteingabe mit den Brillen ist halt echt sehr mühselig und alleine daraus ergibt sich schon einen sehr starken Bedarf, dass man Texteingabe durch Sprache macht oder stattfindet. Und dass die Texteingabe direkt auch verarbeitet, gelesen
übersetzt werden kann und vielleicht auch wieder als Textausgabe bei deinen Nachbarn in der richtigen Sprache rauskommt. Auch das braucht es, um quasi ein globales Metaverse aufzuspannen, in dem wir auch Sprachbarrieren überwinden können. Da gibt es gerade ja viel in die Richtung und gerade vorhin hat mir noch ein Kollege gezeigt, wie er mit seinem iPhone ein Foto von einem Scribble-Notiz gemacht hat, die ihm irgendjemand geschrieben hat, und der konnte schon erkennen, sozusagen die Handschrift in Text übersetzen. Das ist klassische OCR-Texterkennung und die dann aber auch gleich auch noch in die richtige Sprache übersetzen, sozusagen. Das heißt, die Komponenten und die Bausteine, die gibt es teilweise schon, aber die werden jetzt in einen kompletten Fluss zusammengesetzt, sodass wir nachher nur noch reden müssen und der Rest durch die Prozesse dahinter übernommen wird. Und das ist auch im Grunde, da komme ich zum dritten Punkt, KI-Services. Das sind so Microservices. Das wird eigentlich der Klebstoff oder das, was das Metaverse nachher so ein bisschen befeuern wird, die wir gar nicht sehen werden, aber die komplette Elemente übernehmen werden, um uns das Metaverse so natürlich wie möglich zu machen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel KI-generierte 3D-Welten oder 3D-Objekte. Das hier ist etwas, das ist schon ein paar Jahre alt, das ist jetzt von der Firma Nvidia, die klassischerweise 3D-Gaming-Grafikkarten herstellen, aber die auch sehr viel im Bereich ja, KI für 3D-generierte Welten sozusagen investieren. Und im Moment ist es noch sehr schwierig und sehr aufwendig, viele, viele unterschiedliche 3D-Welten zu erschaffen. Und wir haben ja gerade gesehen, das muss nicht nur erstmal erschaffen werden, wie im Computerspiel, sondern es muss auch noch funktionieren für ein Smartphone, für eine VR-Brille, für eine AR-Brille, für einen Fernseher, für alle möglichen Geräte. Und da kommen auch viele dieser KI-Services dann ins Spiel. Das heißt, wir müssen halt skaliert irgendwie Inhalte erstellen, damit auch viel zu tun ist und viel zu sehen ist. Denn sonst wird es halt nicht mehr neu und langweilig und dann wird es sehr schnell uninteressant, diese Erfahrung, diese Experiences. Und da kommt zum Beispiel KI-generierte 3D-Gegenstände sehr stark ins Spiel. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, vielen. Ein anderes Beispiel, wir kennen es vielleicht so ein bisschen, die einen oder anderen haben schon 3D-Avatare gesehen. So, und die Augen- oder Lippenbewegung von 3D-Avataren, die soll halt so natürlich wie möglich sein. Auch das wird zum Beispiel schon mit KI-Algorithmen optimiert, sodass es nachher, das fällt gar nicht mehr auf, dass wenn ich den Kopf bewege, automatisch sich meine Pupillen irgendwie in die richtige Richtung bewegen. Es fällt nur auf, wenn es unnatürlich ist und wenn dann im Hintergrund ein KI-Service daran arbeitet, dass die Pupillenbewegungen genau die richtigen sind, dann fällt das gar nicht mehr auf und es wirkt einfach nur noch natürlich. Das ist im Grunde nachher die Aufgabe von verschiedenen KI-Services. So, deswegen tiefer will ich hier auch gar nicht einsteigen, nur mal drei Komponenten, die halt im Metaverse nachher auch hinter den Kulissen werken werden. Dann, das ist klar, ist ein auch sehr visibles Element, ist das Thema Brillen, denn da passiert ja für uns Folgendes. Wir nehmen als Menschen einfach 80% der Gesamtinformationen unserer Umwelt über die Augen wahr. Und daher sind diese Brillen einfach so ein Kernelement für sogenannte immersive Erlebnisse, also für die sogenannte Immersion. Immersion heißt halt, wir tauchen ab oder wir fühlen uns wirklich, als wären wir an diesem Ort. Und wir haben hier auch nochmal verschiedene Realitäten sozusagen aufgelistet. Also es gibt ja die virtuellen Realitäten, wo wir komplett abgeschottet sind. Wir haben die Augmented Reality, wo wir draußen in der Welt rumlaufen und quasi ein digitales Layer angezeigt bekommen. Mixed Reality, wo sich das Ganze auch nochmal vermischen kann. Und das ist im Grunde ja auch der Zugang. Und hier sieht man es nochmal so ein bisschen zu dem vollen Erlebnis des Metaverse oder der zukünftigen Metaverse-Anwendungen. Heißt aber nicht, dass wir ohne VR-Brille oder ohne Brille einfach gar nichts tun können. Heißt aber schon, dass wir die verschiedenen Anwendungen darauf optimieren werden und dadurch auch teilweise ganz neue Anwendungen möglich werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Das ist auch was, was wir, wo wir uns darauf spezialisieren, sind Trainings und Schulungen. Also eine Art Metaverse-Trainingsplattform. Was heißt das? Das sind hier zum Beispiel ein Training, wie man sich in einem Feuer, im Brandfall reagiert oder ein Feuer löscht. Das kann man per Zoom digital, das kann man eigentlich gar nicht wirklich gut lernen. Man kann sich da vielleicht ein YouTube-Video zu angucken, aber so wirklich lernen kann man das nicht. Und da gibt es halt viele, viele verschiedene Fälle von, wo wir einfach noch anfassen müssen, um lernen nachher in der realen Welt Dinge anzuwenden. Und das Ganze mit anderen zusammenzutun, eine Lernen in Gruppen ist ja immer noch effizienter als Lernen alleine zum Beispiel. Das sind halt zum Beispiel Elemente von einer Lernplattform. Und so haben wir hier ein Beispiel, wie wir mit dem TÜV Rheinland so
Verhaltens- und Reaktionstraining in Gefahrensituationen umgesetzt haben. Und ja, also das funktioniert. Das ist in weniger Zeit haben wir eigentlich viel mehr gelernt und abgespeichert, weil wir, wie ich es gerade schon ernannt habe, 80% mit unseren Augen und mit der Haptik noch abspeichern von dem Erlebten und das sich einfach tiefer bei uns verankert. Das war nur ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, was sich halt über die Brillen viel besser bewerkstelligen lässt, ist jetzt hier mit Augmented Reality Brillen, sogenannte Remote Assistance. Und das zum Beispiel, was ist jetzt, wenn ich mein Ofen zu Hause geht kaputt, bei mir jetzt gerade letztens passiert. Was macht man? Man ruft einen Handwerker vielleicht an, wenn man dann einen erwischt. Der ist ausgebucht bis sonst wohin, dann kommt er zu Besuch, schaut sich den Fehler an, baut ihn vielleicht aus, dann identifiziert er, okay, neues Bauteil, fährt wieder zurück, stellt ein Bauteil, kommt dann irgendwann wieder her, wieder 4 Wochen vergangen, baut das Bauteil ein, hat jetzt 300 Euro gekostet und fertig. So, irgendwann kommen wir halt dahin, dass der Kollege, Experte, sich von irgendwo, wo er dann auch sitzt, für 5 Minuten draufschaltet, uns genau einzeichnet, und wir haben ebenfalls auch so eine Brille auf, wo wir zum Beispiel welche Schraube lösen müssen und welche Sicherung lösen müssen, damit wir uns nicht in Gefahr begeben, und selbst quasi ausbauen, er genau identifizieren kann, was da passiert, bestellt das Bauteil, sendet das uns direkt nach Hause, vielleicht auch noch das Werkzeug leihweise und kann dann 2 Wochen später einen weiteren Termin mit uns quasi mit der Brille machen und uns genau die richtigen Handgriffe Stück für Stück einzeichnen, wirklich in das Bild. Ne? Der sagt nicht, jetzt geht hier unten rechts, sondern er zeichnet es ein und wir wissen halt ganz genau, wo wir mit dem Schraubenzieher ansetzen müssen. Und das ist nicht nur im Heimwerkerbereich, sag ich mal, interessant natürlich, sondern auch im medizinischen Bereich. Wenn wir gerade keinen Neurochirurgen zur Hand haben, wir aber jetzt gerade in der Sekunde irgendwie einen Experten nochmal drauf gucken lassen möchten, während wir am Herz operieren, dann schaltet man halt einfach schnell jemanden dazu aus New York. Und der kann auch genau sagen, präzise auf den Millimeter, wo man ansetzen muss. Also das sind ganz, ganz reale Fälle, wo die Technik stückweise noch genauer werden muss, im medizinischen Bereich zum Beispiel, aber wo natürlich der Nutzen gigantisch groß ist. Genau. Das so ein bisschen, warum die Brillen ein großer Bestandteil von diesem künftigen Metaverse werden. Aber wir haben auch gerade gesehen, nicht der einzige Bestandteil, denn wir werden weiterhin mit klassischen Geräten drauf zugreifen. Und damit kommen wir auch zum 4. Komponente. Und das stellt auch, ich sag mal, alle, die Metaverse irgendwie entwickeln gerade oder Anwendungen, Applikationen vor große Herausforderungen. Geräte unabhängig. Denn wir möchten allen Zugriff geben. Und das ist auch im Moment heute die Erwartungshaltung. Ich möchte per Web drauf zugreifen. Ich möchte keine PC-Datei mehr herunterladen. Oder ich möchte, wenn ich schon eine VR-Brille habe, möchte ich auch damit darauf zugreifen können. Oder vielleicht habe ich mir sogar einen neuen haptischen Handschuh gekauft und ich möchte den natürlich dann auch einsetzen, um quasi in diesem Training zu arbeiten. Das heißt, wir müssen alle diese Geräte in den Anwendungen im Metaverse und halt bedienen. Und alle auch gemeinsam, denn wir möchten ja auch gemeinsam diese Dinge erleben. Wir möchten gemeinsam beim Konzert dabei sein und mit dem Handy kann ich halt auf meinem Fensterchen gucken, aber mit meiner VR-Brille möchte ich mittendrin dabei sein und mit der AR-Brille möchte ich irgendwo im Park sitzen dabei. All das soll und muss halt bedient werden und dann auch noch verzögerungsfrei. Ja, das sind die technischen Herausforderungen, wo es im Moment noch mangelt zwischen der Vision und dem, was heute im Einzelfall möglich ist. Und das sind Dinge, die man auch, ich sag mal, als Laie gar nicht so versteht. Warum kann ich in World of Warcraft mit Tausenden auf einem Server spielen, aber warum kann ich nicht mit 25 Leuten in meiner Firma so eine VR-Anwendung zusammen bedienen? Das ist halt noch nicht ganz so trivial. Warum müssen meine 3D-Avatare so hässlich sein? Warum können die nicht fotorealistisch sein? Ja, da steckt halt sehr viel in den Themen drin, die wir gerade erwähnt haben, wo die Infrastruktur auch noch nachziehen muss. Von CPU auf den Geräten bis hin zu Streaming über die Cloud. Gut, aber das waren mal so die technischen Grundkomponenten, die das Metaverse ein Stück weit bestimmen werden oder die Entwicklung dahin. Und was bringt uns das alles? Und einen Case, den kennen wir jetzt schon, da werde ich auch nicht so tief drauf eingehen. Auch da gibt es Experten, die wesentlich mehr davon verstehen. Trotzdem hat das Implikationen für Metaverse-Anwendungen. Denn wir hatten gerade erwähnt, Dezentralität ist ja so ein bisschen das Kernelement von den digitalen Kryptowährungen. Das heißt, wir verlassen uns nicht mehr auf eine Firma oder ein Land, das quasi über eine Zentralbank die Hand auf diese Währung hält, sondern wir verlassen uns auf eine dezentrale, peer-to-peer gesteuerte Serverstruktur. Warum ist das wichtig? Auch für das Metaverse, denn
Da es später im Metaverse auch viel um digitales Eigentum, um digitale Teilhabe geht, das muss alles noch sehr viel einfacher und spontaner werden, als es heute zum Beispiel ist. Wenn ich heute Geld investiere, dann kann ich Aktien investieren, ich kann noch in Grundstücke oder Häuser investieren vielleicht. Und wenn ich sehr, sehr progressiv bin, dann kaufe ich mir vielleicht digitale Währung oder sogar NFTs. Aber das ist alles noch sehr, sehr experimentell. Aber irgendwann möchte ich halt, wenn ich im Metaverse bin, halt auch in Dinge investieren, die mir irgendwie bedeutsam sind, in Leute investieren, in verschiedenste Dinge. Und das soll alles viel, viel flexibler werden. Ein Beispiel ist diese sogenannte Play-to-Earn, wo es heute auch schon möglich ist, in einigen sehr, sehr einfach gestrickten, ich sag mal, 2D-Spielchen, ein bisschen wie Minecraft, kann ich halt schürfen und dadurch digitale Währung mir irgendwie erspielen. Das heißt einfach, ich tausche Zeit gegen Geld. Ist ja nichts anderes als Arbeit im Grunde. Es ist halt hier aber einfach Spielzeit gegen Kryptogeld. Und das wird halt fürs Metaverse irgendwann relevant, denn wo es natürlich darauf hinauslaufen soll, ist, dass es sehr viel einfacher wird, mit Währungen oder mit vielleicht einer einheitlichen Währung oder leicht austauschbaren Währungen auch Kleinstbeträge auszutauschen. Dafür sind wir aber auch heute noch nicht bei der Energieeffizienz natürlich, die es braucht. Da sind im Moment die Blockchain-Infrastrukturen vielleicht noch zu groß für aufgebaut, aber da arbeitet man natürlich daran, dass die Energieeffizienz gerade und die Effizienz insgesamt von vielen kleinen Geldtransaktionen einfach noch viel, viel besser wird. Erst dann wird es möglich, dass wir zum Beispiel für ein Konzert oder für 30 Minuten Konzert irgendwie 0,17 Cent ausgeben oder für einen Hut 0,0058 Dollar. Also alles viel kleiner, viel mehr Nano und viel schneller. Dafür muss dieses Thema sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Aber man kann heute schon spielen, um zu verdienen. Ich gehe aber auch hier nochmal ein Stückchen weiter, denn neben Krypto oder Währungen, das ist ja im Grunde schon Geld, gibt es auch noch Eigentum in anderer Form. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch schon mit dem Thema beschäftigt habt. Und ich habe ja eine Umfrage gesehen, die meisten haben es hier schon. NFTs, sogenannte Non-Fungible Tokens, sind ja auch im Grunde nichts weiter als ein Zertifikat, das einem etwas gehört. Und dieses Etwas kann halt etwas sein wie ein Bitcoin. Es kann etwas sein wie ein Gemälde, ein digitales Gemälde vielleicht, digital abgelichtetes, oder halt, wie es hier ist, so ein lustiger, bunter Affe. Im Moment ist auch beim Thema NFT noch sehr viel experimentell. Aber natürlich ist es ein Vehikel, wo es in Zukunft vielleicht möglich sein wird, in viel, viel kleinere Dinge, die einem vielleicht persönlich lieb sind, auch viel, viel kleinere Beträge zu investieren, weil ich einfach ein persönliches Investment darin habe. Die Gaming-Branche, die startet gerade einige Versuche in die Richtung, die aber durch die Spielerschaft sehr, sehr kritisch beäugt werden, denn da wird halt sehr, sehr oft Geldmacherei hinter vermutet. Und das ist ja auch bei vielen oft ein Motiv, ne, mehr Geld zu machen. Aber aus einer anderen Perspektive betrachtet, kann ich halt die Möglichkeit herstellen, zum Beispiel in meinem Lieblingsspiel mein Lieblingsoutfit zu investieren. Und das kann ich dann erstmal als Investment sehen. Oder ich kann das vielleicht auch dadurch, wenn die technische Infrastruktur hergestellt wird, in ein anderes Spiel oder in eine andere soziale Erfahrung mitnehmen. Zum Beispiel meine digitale Sonnenbrille, meine virtuelle Sonnenbrille kann ich dann halt auch in dem Red Hot Chili Peppers Konzert anziehen und nicht nur in meinem Fortnite-Spiel. Ist mal so ganz platt gesprochen. Ne? Auch das ist noch sehr, sehr am Anfang und heute noch nicht da, wo es halt in dieser Vision dann irgendwann vielleicht sein wird. Und mit sehr, sehr viel Kritik und auch viel Spam und Scam begleitet. Viel, viel Lärm, sag ich mal. Aber es gibt auch mehr. Es gibt digitale Grundstücke. Hier mal ein kleiner Einblick. Ich will auch nicht zu lange drauf verweilen. Es gibt Projekte. Mal gucken, wo die hin, die führen. Eins nennt sich hier zum Beispiel Earth 2. Da kann man jeden Quadratmeter quasi der Erde sich mal digital angucken. Und hier mal ein Beispiel die Kölner Hafengegend. Wenn man reinzoomt, da kann man sich Parzellen hier kaufen, was man sich quasi kauft, ist nichts weiter als ein Code, dass einem jetzt diese Parzelle irgendwie gehört. Die hat keinerlei Auswirkungen in die reale Welt noch nicht. Aber irgendwann hat es vielleicht dann reale Auswirkungen, zum Beispiel, wenn dort nach Geld geschürft werden kann oder wenn der Hersteller zum Beispiel irgendwas damit veranstaltet, wo es dann Wert generiert. Man merkt schon, das ist auch noch ein bisschen ins Blaue und da sind auch die Geschäftsmodelle noch sehr, sehr unklar.
Viele, die da jetzt quasi dran teilnehmen, investieren, hoffen einfach auf irgendwelche großen Gewinne in der Zukunft, so ein bisschen ins Blaue hinein, weil man noch nicht genau weiß, wo sich das hin entwickelt. Aber digitale Grundstücke, 3D-Modelle, die man vielleicht erstellt und die man verkauft, all das sind neue Arten von digitalem Eigentum. Und da sind wir auch noch überhaupt nicht am Ende der angelangt. Also im Moment reden wir halt noch über Bilder, die NFTs werden, aber wir reden in Zukunft vielleicht auch über ganz andere Dinge, in die wir investieren können, über NFT-Vehikel und die uns vielleicht irgendwie gehören im Metaverse, die wir veräußern können, die wir besitzen oder benutzen können. Da gibt es halt alle möglichen Dinge. Deswegen auch hier ist es noch nicht sehr, sehr scharf definiert, was man damit tun kann oder wofür das nachher gut ist, aber es ist auf jeden Fall eine Komponente, die das Metaverse mit prägen wird. So, digitale Marktplätze, auch da merken wir, dass viele Brands halt gerade im Retail-Bereich dort reingehen. Hier mal ein Beispiel, ein VR-Showroom, wo einfach man sich jetzt schon die Kleidung, zum Beispiel eine neue Kollektion, hier ist mal eine Arbeitssicherheitskleidung, schon mal konfigurieren kann, im virtuellen Raum anprobieren kann. Man kann sich das vielleicht auch direkt dann über Augmented Reality mal in die reale Welt reinprojizieren, über sein Smartphone, über AR-Brillen und dann vielleicht auch direkt bestellen. Ja. Dieser Prozess ist auch noch nicht so quasi in einer Kette durch, aber die einzelnen Elemente, wie zum Beispiel Kleidung konfigurieren, Kleidung einscannen über 3D-Scanner, das geht alles heute schon relativ gut. Man kann sich das in 3D angucken und konfigurieren, bis ich es mir dann virtuell von meinem Spiegel in AR angucken kann, ist vielleicht noch ein bisschen. Aber auch hier geht das Thema klar in so eine Richtung, dass ich quasi auch viel mehr virtuell machen kann, bevor ich es mir dann in real irgendwann kaufe und bestelle. Und ein interessanter Bestandteil, den wir jetzt hier noch gar nicht so wirklich angeschnitten haben, ist ja, wir haben gerade über digitales Eigentum gesprochen. Digitale Produkterzeugung ist dann auch eine große Möglichkeit, denn irgendwann braucht H&M gar nichts mehr real produzieren und damit auch real gar keine Fabriken mehr betreiben, wenn sie im Grunde virtuelle Kleidung, und ich gebe mal ein kleines Beispiel, im Spiel Fortnite, hatte ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die finanzieren sich ja ausschließlich damit, dass sie das Spiel gar nicht verkaufen, sondern nur virtuelle Ausrüstung, Kleidung, Emojis, Tänze sozusagen, die man sich dazu kaufen kann. Und Fortnite macht heute schon mehr Umsatz als zum Beispiel Hugo Boss, eine Firma, die eigentlich nur reale Kleidung produziert, ne? Virtuelle Kleidung, reale Kleidung. Und da gibt es auf jeden Fall einen großen Wandel auch von realen Gütern hin zu virtuellen Gütern. Und das ist auch nicht nur digitale Marktplätze, sondern komplette digitale Wertschöpfungsketten. Von der Produkterzeugung bis zur Produktconsumption sozusagen, Konsumierung, wird alles virtuell stattfinden können. Denn am Ende liegt es ja für mich als Mensch, liegt der Mehrwert darin, dass ich mich mit einer Hugo Boss Brille oder mit einem Hugo Boss Jacke vielleicht auch irgendwie gegenüber meinen Freunden gut darstellen kann. Und das kann ich halt genauso gut auch in virtuellen Welten sozusagen. Ne? Natürlich müssen wir uns immer noch real anziehen. Das wird auch niemals sich verändern. Aber wir werden andere Dinge der Wertschöpfungsketten in die virtuellen Welten reinlegen können. Gut. Jetzt haben wir noch eine Komponente übrig. Und das ist für mich auch die größte und wichtigste Komponente, die auch die größte Neuerung gegenüber, ich sag mal, Digitalisierung, wie wir sie heute verstehen, sein wird. Denn diese sozialen Erfahrungen 2.0, und das ist natürlich auch das, warum Facebook sich komplett umbrandet und seine Strategie neu ausrichtet. Denn das ist etwas, was heute eigentlich noch sehr, sehr limitiert ist. Austausch über Chat, hier und da mal ein Broadcast-Video, was überhaupt nicht interaktiv ist. Wenn man merkt, zum Beispiel, wenn irgendein YouTube-Creator einen Livestream macht und dann guckt man sich den Chat an, der ist eigentlich unbrauchbar, weil einfach nur das 10.000 Leute, das fliegt durch die Gegend, man kann da überhaupt nicht irgendwie drüber diskutieren oder so, was der Creator da gerade sagt. Also da ist noch sehr, sehr viel Spielraum nach oben, auch über Körperlichkeit und da kommen halt diese Avatare ins Spiel, dass wir uns viel mehr ausdrücken können und wir können uns quasi nicht nur über geschriebenes Wort ausdrücken, sondern auch über Realtime, ich sag mal, gelebtes. Wir können, na, so wie wir es auch heute können, wir können es irgendwo treffen mit unseren Avataren dann und haben im Grunde die gleiche Experience. Und damit werden sich viel mehr Realtime Embodied Experiences ergeben, die uns aber natürlich dann am Ende in Erinnerung bleiben. Anders als wenn wir heute auf Facebook einfach ganz viele Textnachrichten untereinander schreiben. Ne? Das ist halt was anderes, als wenn wir real zur gleichen Zeit im gleichen Raum sind
und irgendwann auch das wieder vorbei ist. Das schafft ja auch eine gewisse Scarcity auf Englisch, eine gewisse Knappheit von Live-Konzerten zum Beispiel. Genau, es werden sich neue Communities dadurch entwickeln können, und wenn wir das Thema die technische Infrastruktur herstellen können, wie zum Beispiel Natural Language Processing, wo wir Live-Übersetzungen nachher haben, dann stellt auch irgendwann die Sprachbarriere viel, viel geringere oder gar keine Hürde mehr, und wir können uns dann wirklich global vernetzen. Das heißt, dadurch wachsen wir nochmal näher zusammen. Und interessant ist ja, dass es eigentlich ein bisschen kontraintuitiv, denn üblicherweise sieht man eine VR-Brille und denkt, oh, damit vereinsamen wir ja noch mehr. Ne? Wir sitzen in der Ecke mit der VR-Brille, aber eigentlich wachsen wir noch enger zusammen, dadurch, dass wir virtuell zusammenrücken können. Genau, und ein Beispiel hier nochmal, das, was man auch heute sofort ausprobieren kann, wenn man sich eine VR-Brille kauft. Hier ein Thema Fitness. Und glaub mir, das macht schon richtig Spaß. Wir haben es letztens mit 25 Leuten gemacht in unserer Firma, und alle hatten echt Spaß, und das sind wirklich Leute aller unterschiedlicher Couleur, Alter, Zielgruppen. Es macht einfach Spaß, da virtuell auf die Punkte zu hauen, zu einer guten Musik. Die Brille, da schwitzt man auch ein bisschen drunter, klar, aber die ist gar nicht im Weg, wie man es vielleicht am Anfang denkt. Man kann Punkte sammeln, man kann auch mit oder gegen andere spielen irgendwie und dadurch auch so ein bisschen ja, Gemeinsamkeit erschaffen. Und das kann man eigentlich heute schon ausprobieren. Das nur ein Beispiel, da gibt es noch viel, viel mehr. Ich habe Tischtennis schon erwähnt, das auch schon funktioniert, und andere Dinge. Deswegen, diese sozialen Erfahrungen 2.0 ist eigentlich das große, große neue Kernelement vom Metaverse, was uns ja auch dahin quasi hingeleitet hat, das Ganze menschenzentriert zu sehen. Der menschliche, der Mehrwert für den Menschen am Ende, der ist das, was das Metaverse ausmacht. Gut. So, jetzt bin ich fast am Ende. Hat alles viele Chancen, auf die ich jetzt so ein bisschen eher fokussiert habe, aber auch Risiken soll man gar nicht verhehlen. Das ist so ein bisschen wie mit allem, also wie auch mit Social Media an sich, wie mit einem Messer. Mit einem Messer kann ich einen wunderbaren Kuchen backen oder ich kann jemanden verletzen. Also das sind alles Werkzeuge, mit denen wir Gutes und Schlechtes anstellen können. Und glaubt mir, die Werkzeuge werden für Gutes und für Schlechtes auch benutzt werden. Dem müssen wir uns einfach stellen und gucken, wie wir damit besser umgehen, als es vielleicht gerade bei einigen Auswüchsen von Social Media der Fall ist. Ja, auf den Chancen, ich fasse es natürlich nur noch mal kurz zusammen, wir können einfach total viel machen und erleben. Und wer schon mal in VR auf Mount Everest geklettert ist, das bleibt einfach drin, das ist total cool. Wir können alles lernen, was wir vielleicht gar nicht so digital lernen können oder wo wir gar nicht jemanden in der Nähe haben, der uns das beibringen kann. Wir können produktiver arbeiten, wir können neue geschäftliche Möglichkeiten und Wertanlagemöglichkeiten für auch Kleinstbeträge und Kleinstanleger aus aller Welt schaffen. Und wir können auch durch weniger Reisen und weniger Produzieren mehr Nachhaltigkeit schaffen. Das sind natürlich alles Chancen. Natürlich, und das sieht man auch jetzt gerade, mehr Möglichkeiten bieten auch Einfallstore für mehr Shit, sag ich mal, mehr Spam, mehr Werbung, mehr Scam, mehr Diebstahl. Das ist natürlich gerade, wo es um echtes Geld bei Cryptocurrencies geht, auch bei NFTs, da wird geklaut wie wild. Das ist wirklich ganz schlimm, das müssen wir irgendwie eindämmen. Das Risiko ist ja auch, wenn Dezentralität, was ja im Prinzip vom Ideellen her ein gutes Ding ist, dadurch verlieren wir aber auch sogenannte Guardians, also sprich mehr Anarchie und weniger vertraute Instanzen, die uns irgendwie, wir vertrauen ja heute auch gerne einer Regierung zum Beispiel oder anderen, um uns nicht um alles kümmern zu müssen. Das verliert ja mit Dezentralität ein Stück weit. Ist halt auch ein Geben und Nehmen. Deswegen glaube ich persönlich, es wird beides geben, zentral und dezentrale Elemente, die sich wieder zu einem Metaverse verschmelzen. Daten, natürlich ein ganz großes Thema, auch dort, es gibt halt viel mehr Daten, Bewegungsdaten, persönliche Daten, Finanzdaten, die alle verschmelzen und auch in viel mehr Kernelementen wieder auftauchen. Ja, jede App wird heute von vielen, vielen weiteren Plugins befeuert und viel mehr Datenaustausch findet statt und das wird nochmal weiter steigen. Genau, wir brauchen, und das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, viel, viel mehr Moderation, da wir viel mehr Realtime-Erlebnisse und Erfahrungen haben. Ne? Und man muss auch sagen, wenn Leute sich das erste Mal in VR bewegen, dann fallen auch so ein paar Grenzen oder so ein paar Hemmnisse, einfach mal wild irgendwie lustig durch die Gegend zu springen und weil es halt irgendwie ein Spiel ist oder Fake ist. Aber wenn mir jemand virtuell ins Gesicht springt, dann kann das genauso schlechte, negative Auswirkungen auf mich selbst haben und dadurch
Und das muss man halt auch lernen, da miteinander umzugehen und auch da irgendwie Moderation reinzubringen, was halt schwierig ist, wenn es nicht schriftlicher Text ist, der halt irgendwie durchsucht werden kann. Das ist noch eine große Herausforderung. Natürlich Eskapismus, ne? Wir reden heute über Medienkompetenz mit Social Media und das Ding ist schon 10 Jahre alt, ne? Also wie kriegen wir das in den Griff, dass wir auch da frühzeitig die richtigen Kompetenzen aufbauen? Und wir können auch Nachhaltigkeit hier versemmeln, ganz klar. Wir brauchen mehr Geräte oder es werden mehr Geräte kommen, mehr Daten, die verteilt werden und das Ganze führt zu mehr Stromverbrauch. Wenn wir auch wieder die dezentrale Architektur irgendwie nicht effizient bauen, dann kann das explodieren. Und da müssen wir clevere Lösungen finden, dass wir uns da die Chancen der Nachhaltigkeit nicht mit verbauen. Also viel zu tun. Viele, viele Elemente, viele Parteien, die zusammenspielen, auch zusammenspielen müssen. Und deswegen auch hier nochmal, es ist nichts, was eine Firma alleine bauen kann oder werden. Oder wird. Das wird etwas, weswegen auch viel Open Source da promotet wird, wo sich natürlich durch die großen Volumen, ne, wir haben Trillionen gesehen, kriegen viele, viele große Augen, das möchte ich gerne alles alleine haben, aber das wird es nicht werden. Da wird es viele, viele Firmen geben, auch viele kleine Firmen, die da einfach ihr Stück vom Kuchen auch abbekommen und auch abbekommen sollen. So, jetzt bin ich auch am Ende und möchte eigentlich noch für euch so einen einfachen Einstieg. Was könnt ihr denn jetzt heute tun, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt mal anfangen, irgendwas zu tun? Ich bin immer ein Freund davon, irgendwas zu machen. Durch Machen, ne, ist ja auch so ein bisschen das Prinzip von virtuellem Lernen. Durch Machen lernt man eigentlich viel besser als einfach nur durch Observieren. Das Erste, was ich euch einfach rundherum empfehlen kann, kauft euch eine VR-Brille. Auch da klare Empfehlung, Oculus Quest 2. Ich bin kein Facebook-Fan, aber das ist eine gute Brille. Damit kann man viel machen. Großer Nachteil, ihr braucht einen Facebook-Account, um das benutzen zu können. Gefällt mir überhaupt nicht. Leider ist es gerade das, was man in Kauf nehmen müsste. Wenn man es bereit ist dafür, dann kriegt man die bei Amazon in Frankreich für 349 Euro. Kann man sich nach Deutschland bestellen, kein Problem. Oder direkt in Deutschland muss man Aufpreis bezahlen, weil es sie in Deutschland offiziell nicht gibt. Genau wegen dieser Facebook-Account-Zwang. Trotzdem kann ich nur sagen, das, was ihr dadurch bekommt über die 300 Euro, 300-400 Euro, ist einfach so viel mehr. Es sind Erlebnisse, es sind Inspirationen, ganz neue Gedanken, auf die man kommt. Auch als Firma, gerade als Firma, bringt einen das auf neue Ideen. NFT und Krypto ist, würde ich jetzt im Moment keine Handlungsempfehlung aussprechen, sondern eine Beobachtungsempfehlung. Schaut euch das an. NFT und Krypto lebt halt viel von dem Hype. Mehr Hype, mehr Leute, mehr Wert für die, die früh eingestiegen sind. Viel Fluktuation, viel Volatilität. Ich bin sowieso kein Anlageberater, wenn man sich das als Wertanlagemöglichkeit mit viel Volatilität betrachtet im Moment, dann kann man das aus der Brille mal beobachten und einfach ja Ohr quasi am Markt behalten, wie sich das weiterentwickelt und welche weiteren Ausprägungen es geben wird. Und was ihr noch tun könnt, das ist jetzt mein Werbeblock, sage ich mal, wer noch tiefer einsteigen möchte, wir haben jetzt jedes Thema nun sehr, sehr oberflächlich berührt, kann auch mit uns einen Workshop machen, einen Ganztagesworkshop, wo wir tiefer eingehen, auch ein bisschen Geschäftsmodelle nochmal beleuchten, die möglich werden dadurch. Wir können aber auch, wenn das Interesse groß genug ist, zum Beispiel nochmal eine Reihe vielleicht machen, hier über das Mediennetzwerk. Da brauchen wir natürlich alle dann Feedback von euch, wie wichtig euch das Thema ist, wie interessant. Genau. Und das sind Dinge, die ihr gerade als Firma tun könnt. Da natürlich dann einfach auf uns, auf mich zukommen und dann können wir da was vereinbaren. Gut, damit bin ich eigentlich mit der Vortrag am Ende angekommen und vielleicht haben wir Fragen bekommen in der Zwischenzeit und würde jetzt mal ein bisschen auch an die Technik geben, zu gucken, ob es da was gab. Wenn nicht, vielleicht haben wir es eingangs nicht so deutlich erwähnt. Genau, gerne Fragen stellen, wenn euch noch irgendwas gekommen ist. Behalte das nicht im Kopf, haut das einfach raus. Es gibt keine doofen Fragen hier, es sind noch sehr viele Fragezeichen bestimmt bei allen von euch geblieben. Ist auch okay. Und ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen so ein bisschen auf Fragen einzugehen. So, das Erste ist, ich habe gelesen, dass Facebook genau den Hype geschaffen hat, aber nicht zu den großen Profiteuren der ersten Stunde gehören wird. Genau. Wer werden die ersten großen Player zum Beginn sein? Das ist natürlich eine gute Frage. Auch so ein bisschen kommen wir auch öfters die Frage, in welche Aktien soll ich denn jetzt investieren von den Firmen, die nachher groß werden damit, wenn das Thema groß wird. Wir sind jetzt noch keine AG, deswegen okay, aber nein, es gibt Spaß beiseite, es gibt sicher ein paar Firmen, die sind relativ Center Stage, sage ich mal, zu dem Ganzen.
Das kann man auch im Internet relativ schnell recherchieren, aber es gibt zum Beispiel alles, was im Metaverse nachher eine immersive Experience wird, wird mit 3D-Tools gebaut. Und es gibt zum Beispiel zwei große Tools, die sich etabliert haben. Das eine ist die sogenannte Unreal Engine von Epic Games und das andere ist die sogenannte Unity Engine. Unity ist auch eine Aktiengesellschaft, wo man Aktien von kaufen kann. Die Unreal Engine ist von Epic Games. Epic Games ist der Besitzer von Fortnite und Epic Games selbst gehört zu knapp 50% zur Tencent, chinesischen Tencent-Gruppe. Von daher ist es da nicht möglich, mit reinzukommen. Da ist der Zug quasi schon auf der chinesischen Seite ein Stück weit abgefahren. Es gibt weitere Player, sag ich mal, die schon viel so ein bisschen als Plattform auftreten. Zum Beispiel Roblox ist halt so im Kiddie-Bereich, wo man viel machen kann. Klar, es gibt von den Krypto-Firmen ein paar, wie zum Beispiel Sandbox oder Decentraland. Gibt es einige, die jetzt größer schon sind als andere. Ob die natürlich in der Zukunft weiter so bestehen bleiben, ist immer so eine Frage. Es gibt Firmen, die erstellen 3D- oder KI-Services, wie zum Beispiel Nvidia, die auch viel im Streaming-Bereich ist. Auch Google gehört zum Streaming-Bereich, ist da groß mit drin. Facebook, klar, die haben ihre Hände und ihre Finger drin, aber auch Microsoft mit ihren HoloLens-Brillen sind einer der ersten Player, auch wichtige Player. Und dann muss man sich schauen, ich glaube auch schon, dass die großen Brands wie Disney, wie Lego, die sind früh dabei, die investieren früh und die werden da auch ihren Platz drin bekommen, meiner Meinung nach. Ich hoffe, dass aus der deutschen oder europäischen Sicht einige der Konzerne nachziehen, aber da wird sicherlich auch viele neue geben und da muss man so ein bisschen auch sich so einlassen und ein bisschen einfach sein Ohr, sag ich mal, auch in diesem Thema halten. Denn das merken wir auch in den News, wenn man Metaverse als Google Alert zum Beispiel eingibt oder als Alert einfach, dann bekommt man sehr, sehr viel tägliche News und da kann man auch viel dranbleiben und dann so ein paar weitere Namen bekommen. Genau. Gut. Ja, ist noch eine weitere Frage. VRXR wird als wesentlicher Baustein beschrieben. Genau, hatten wir auch gerade. Es gibt seit einigen Jahren auch das Thema und ja, auch am Anfang von VR-Brillen haben alle gesagt, hey, in 3 Jahren hat jeder eine VR-Brille zu Hause. So ist es auf jeden Fall nicht gekommen. Ne? Hier stehen 2% der Gamer besitzen eine VR-Brille. Das setzt sich wesentlich langsamer durch, auch als viele erwartet haben. Und deswegen stellt sich halt jetzt auch und in den verschiedenen Prognosen im Grunde auch der technischen Architekturbildung einfach diese Herausforderung. Du kannst es nicht mehr nur für VR-Brillenbesitzer bereitstellen oder programmieren. Du musst es für alle Geräte und Gerätschaften einfach programmieren. Von daher wird der Druck auch auf Firmen, wie Sachen auch uns, ne, auf Firmen, die halt in diesem Metaverse programmieren, wird halt größer, das einfach zugänglich zu machen für alle Leute, die mit jeglichem Device. Zum Beispiel gibt es ja jetzt auch schon Fahrräder, Fitnessbikes mit Bildschirm. Die sollen auch irgendwann teilhaben können an Fitness-Experiences, auch ohne VR-Brille. Vielleicht gibt es dann auch die Wii oder die Switch, die auch im Metaverse irgendwie teilhaben kann mit ihren Motion-Controllern. Also da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Devices, die alle irgendwie mit denen man teilhaben kann und soll. Und deswegen glaube ich, ist es Aufgabe hier der Technikbranche und es ist auch Absicht der Technikbranche, diesen Zugang so einfach wie möglich, so vielen Leuten wie möglich zu bringen. Nur dann funktioniert es. Wenn wir das einer Tech-Elite, die sich immer die neueste VR-Brille leisten kann, irgendwie nur zugänglich machen, dann wird es nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Und ich meine aber auch und ich sehe das so ein Stück weit auch an strategischen Entscheidungen, zum Beispiel bei Facebook. Die haben sich früh dafür entschieden, von den PC-Brillen wegzugehen zu mobilen Brillen. Die haben sich früh dafür entschieden, von einem profitablen Preis zu einem subventionierten Preis runterzugehen. Das sind strategische Richtungsentscheidungen, die alle darauf hindeuten, dass es in jeder Firma Interesse sozusagen liegt, in der Tech-Branche, das durch über alle sozusagen in alle Bevölkerungsgruppen, in alle Orte dieser Welt reinzubekommen, ohne dass man die Hürden zu hoch hängt. Und man muss halt auch sagen, dazu gehört schon ganz auf jeden Fall ein Internet. Und das ist natürlich auch noch eine Herausforderung. In manchen Gegenden der Welt gibt es das noch nicht schnell genug, gut genug. Und auch da muss die KI oder muss die Infrastruktur Lösungen bereitstellen, dass man auch mit langsamem Internet
ein bisschen teilhaben kann, auch wenn das Erlebnis nicht so toll sein wird, wie wenn ich mit einer 100-Mbit-Leitung der neuesten VR-Brille sozusagen teilnehme. Aber Teilhabe ist hier das Stichwort. Ich sage mal, digitale weltweite Teilhabe ein Stück weit. Ne? Das muss die Tech-Branche einfach machen. Gut, gucken wir uns die nächste Frage an. Genau, hier auch nochmal, das kommt auch gerne die Frage, die Brillen sind klobig. Die kann man auch höchstens 2 Stunden anhaben und dann muss man sie auch wieder abnehmen. Von daher ja und ja, ganz eindeutig. Aber, und das ist auch, glaube ich, die Vision von vielen, es wird eher noch nicht oder noch nicht auf absehbare Zeit so sein, dass wir uns 8 Stunden oder 10 Stunden in diesem Metaverse mit VR-Brillen aufhalten werden. Es ist meiner Meinung nach eher so, dass wir lieber die Zeit, die wir durch, so wie wir heute Zeit durch Online-Konferenzen einsparen, können wir hier lokal rausgehen und Eis essen gehen. Die Zeit, die wir durch VR-Büroarbeitsplätze irgendwie einsparen, indem wir schneller gemeinsam an den Daten manipulieren können, die können wir uns einsparen und draußen hier mit unseren Freunden uns lokal weiter vernetzen. Ich glaube, dass es weiter beides stattfinden wird. Es wird eine globalere Vernetzung stattfinden, die aber so effizient sein wird, dass eine lokalere Vernetzung wieder weiter stattfinden wird. Das ist so ein bisschen unsere Vision auch dahin. Das heißt, die Technik, die wird natürlich leichter und kleiner und irgendwann ist man auch bei den Kontaktlinsen. Aber wenn man sich überlegt, dass noch so viel architektonisch getan werden muss, damit erstmal die Smartphones teilhaben können, dann ist das bis zu Kontaktlinsen noch mindestens 10 bis 15 Jahre ein weiter Weg. Aber ich glaube, dass wir es vorher schaffen, mit den Geräten, die wir heute schon haben, plus X ein tolles Erlebnis zu schaffen, in dem wir uns kurze Zeiten aufhalten können und dann einfach so viel mitnehmen. Kleines Beispiel. Wir hatten letztens, das fand ich auch super, hat ein Kollege vorbereitet, eine kleine virtuelle Geburtstagsparty in einem virtuellen Raum bei uns. Bei uns hat jeder eine VR-Brille, klar. Wir haben uns 15 Minuten eingeloggt, hatten echt viel Spaß, haben gesungen, haben irgendwie Kletterwand, haben Party gemacht. 15 Minuten und dann war es auch vorbei und dann haben wir wieder gearbeitet. Aber das war ein cooles Erlebnis. Und das ist halt nur mal so ein Beispiel, das wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Sonst hätten wir halt eine Zoom-Konferenz gemacht. Und das ist um Längen, Längen einfach besser gewesen. So, nächste Frage. Kennen Sie Projekte, bei denen auch Inklusion von Menschen mit Behinderungen durch neue VR möglich werden? Ja, wir selbst haben zum Beispiel auch an einem Inklusionsprojekt gearbeitet. Auch da muss ich sagen, finde ich persönlich die europäische Förderprojektlandschaft sehr gut, weil gerade da wird es möglich, für so nicht unbedingt profitable Nischensegmente trotzdem Dinge zu entwickeln. Da haben wir zum Beispiel, das wurde dann teilweise von der EU oder vom Staat gefördert, haben wir geistig behinderte oder zurückgebliebene Menschen sozusagen versucht zu überprüfen, okay, was liegt denen denn eher, eine VR-Brille oder eine AR-Anwendung oder doch ein Tablet oder ein PC? So, da müssen wir noch sehr viel auch rausfinden und da gibt es keine sofortigen Profite in der großen Menge, weil es halt einfach auch noch keine großen Zielgruppen gibt. Aber dafür müssen wir zum Beispiel auf solche teilweise EU oder auch in Deutschland geförderten Projekte setzen, um das rauszufinden und auch diese Zielgruppen bedienen zu können. Und ja, es wird für blinde Menschen natürlich sehr, sehr schwierig werden, an diesen komplett visuellen Elementen teilzuhaben. Da müssen wir gucken, wie wir trotzdem wir hatten ja Natural Language Processing, wie wir auch dort Zugang schaffen können über Audio, was ein großer Bestandteil ist, der dann diese Sensoren bespielt. Genau, was haben wir denn noch für Fragen? Haben wir noch Fragen? Ich glaube, sonst sind wir auch am Ende, oder? Sandra, blendet sich gerade ein. Wir wollen niemanden abwürgen, aber ich glaube, inzwischen sind alle gut informiert und hatten die Chance, ihre Meinung zu sagen, beziehungsweise ihren Hinweis und ihre Frage zu stellen. Insofern ganz herzlichen Dank, lieber Timon. Lieben Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die jetzt aktive Beteiligung. Und ich hoffe, ihr hattet genauso einen kurzweiligen und informativen Input wie ich. Das war ein toller Input. Und vielleicht gibt es ja aber einige oder andere Anregungen für die Aktivitäten der Teilnehmer, die Sie daraus schöpfen könnten. Ich hätte tatsächlich noch eine kurze Frage, die sich im Grunde anschließt an die Fragen, die jetzt gestellt worden sind, so nämlich Frage der Marktdurchsetzung und so. Es gibt ja immer, glaube ich, diese Henne-Ei-Problematik. Was braucht man zuerst? Die Marktdurchsetzung der Geräte oder erst den Inhalt? Warum kaufe ich mir ein Gerät, wenn kein Inhalt da ist, etc. pp. Aus dem Bauch aus, was würdest du sagen? Brauchen wir eher mehr Geräte bei den Konsumenten oder eher mehr Inhalte, damit die sich Geräte kaufen?
Also ich sage mal, es ist schon erstaunlich, was es alles gibt an Apps. Also es gibt viele, viele Inhalte. Man kann hunderte Stunden auch ohne einen einzigen Euro auszugeben, ich sag mal, für Apps auszugeben, viel, viel Spaß haben. Da sehe ich die Problematik gar nicht so sehr, aber ich sehe die Problematik doch im Zugang. Die Herausforderung natürlich ist, dass man die Erfahrung einer VR-Brille, die kann man nicht beschreiben. Wenn man ein Smartphone in der Hand hat, dann kann man nicht beschreiben, wie es ist, eine VR-Brille mal dann was gemacht zu haben. Deswegen muss man das ausprobieren. Deswegen führt eigentlich nichts über das Thema, ich nehme es in die Hand irgendwo und setze mir das zum ersten Mal auf und kann mir dann meine eigene Meinung bilden. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum der Steigerungsgrad halt echt langsam ist. Es ist halt nicht so, dass alle haben darauf gewartet, das neue iPhone, ich weiß eigentlich ganz genau, was ich kriege, nur besser. Und ich muss halt einfach das erleben, um es für mich beurteilen zu können. Und dieses ist halt ein Step-by-Step-Prozess. Ich glaube, was die Tech-Industrie tun kann, ist einfach noch stärker auch verstärkt auf Geräteunabhängigkeit, dass wir stärker auch mit Smartphones irgendwie eine schöne erste Experience haben können, aber dann trotzdem natürlich irgendwann den Schritt in VR hinkriegen können. Cool. Das ist so meine Meinung. Ja, vielleicht kommen wir an der Stelle nochmal zusammen. Deine Anregung, dass wir eventuell weiter kooperieren und noch weiter Angebote entwickeln, finde ich sehr sympathisch. Also nochmal ganz herzlichen Dank an euch, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, lieber Timon, vielen Dank. Bitte bleibt alle fit und munter und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen hier beim Mediennetzwerk NRW. Genießt das schöne Wetter. Ciao.